Gesehen habe. Du siehst nur rot. Willst du dich jetzt absolut fangen lassen? Ich werde dich jemanden stecken. Weil alles rot ist, sieht man eigentlich gar nichts mehr. Natürlich ist es total panisch. Das hört man nicht an der Atmung, nein! Mann, du hattest echt noch nie einen Herzinfarkt in dem Spiel? Nein. Ich weiß noch, was du voran. Das sehen wir natürlich nicht an der Leiste da oben links. Das willst du irgendwann. Oh, wo lag das hier hin? Oh, du bist tot, Game Over. Soll ich da verstecken, bitte? Hm? Das geht ja noch roter! Ehrlich? Deine Rückner waren ein Herzklopfen. Ein Herzschlag, ja? Ja. Gott. Du hörst Stimmen im Hintergrund. Wo ist denn nachdenklich hin? Auf der anderen Seite irgendwas? Den kann ich auch nicht hinstellen, also so decken wir mich vor. Spielt die Unterschied jetzt schon? Das war's eben was auch kurz. Aha. Warum haben die jetzt so kurz gespielt, die dumme Tussi? Doktor, ich glaube, er ist tot. Ich bin nicht tot, das kann man nie so genau wissen. Oh, Game Over. Ohne Obduktion kann man das nie so genau sagen. Genauso, wenn die an Wasser gestorben ist, ne? Ja. Ey, wie soll man denn... Die spielt immer kürzer und verarscht halt. Das ist Hops vom Berg, echt mal. So heißt das Spiel. So viel zum Thema, wie stirbt man in diesem Spiel? Einfach nur Schmerzenfaktor hat. Die ganz gucken ihn an. Aha, da bist du ja. Meine Pillen habe ich nicht dabei. Hat er seine Pillen nicht dabei. Oh, das ist kein Wegspiel. Viel Spaß. Jetzt weiß ich ja besser, also komme ich jetzt vielleicht mit normalem gelben Schlitz. Das ist verdammt. Verdammt. Indiana Jones. Herrlich. Vielleicht schneide ich das raus, weil man sieht ja gar nichts. Man sieht ja gar nichts, das schneide ich vielleicht mal raus. Ach komm, es geht nur noch. Man sieht schon was. Man kann ja das Beste auch rausschneiden. Das ist komplett rot. Nachher regen wir uns wahrscheinlich sogar noch auf darüber. Das wird dir dann versagen, ich wollte uns erschrecken. Was sagst du schön daran, wenn ich sehe? Hm? Nein, töten wir nicht. Hm? Töten wir nicht. Aber wir keine geben, ne? Jetzt schon. Ich denke auch. No. Nordics Jump in die Deckung rein. Ich muss ja gar nicht hier rübergehen. Vielleicht muss ich einfach von da nach da. Da das Klavier weg. Und dann? Dann bin ich da in Sicherheit. Dann hock ich das, glaubst du, nur du hockst da bis morgen früh Fenster gespielt haben. Die werden so lange spielen wie du. Warum schleißt du überhaupt entlang? Um mein Telefon von dem Klavier zu holen, was da drauf liegt. Oh. Was man auch so super erkennen kann. Da hat die wieder nur 5 Sekunden gespielt. Nee, ich habe etwas gehört mit meinem Geistesblick. Oh, sind wir schon wieder rot. Wir sehen rot. Jetzt haben wenigstens den richtigen Weg gewonnen. Glückwunsch. Ich würde es trotzdem mit Glückwunsch, wenn wir weniger rot sehen würden. Noch. Wir sind jetzt angekommen. Glückwunsch. Wir müssen die Leute jetzt durch unsere Kommentare entertainen. Love to entertain.
Games, Headshot, die Girlbuster. In diesem Spiel gibt es keinen Punkbuster. Das darf ich nochmal gleich schon aus, welches von den Tanker hinkriegt. Tanker? Dann haben wir Tanker irgendwie mal gesagt. Das ist auch spielt irgendwie nur ganz kurz vor Wetten. Nee. Was? Das war das längste, glaube ich. Jetzt spielen wir wieder kürzer, oder? Jetzt kann ich keine dummen Geräusche mehr schicken. Vielleicht sehe ich, weil ich denke, ich spiele jetzt, wenn ich jetzt rausgehe. Das mache ich jetzt. Dann garantiert. Mal wetten? Ja, ganz kurz nur. Dumme Frage, warum sehe ich erst, wenn die aufhören zu spielen? Ja, weil die dann gucken. Ja, warum der Programmierer? Das ist kein Geisterfall. Ja, Sinn. Soll ich mal da mal rum oder was? Einmal rum. Wenn ich das nächste Spiel dann gut verschwommen. Dann macht die es eh wieder ganz kurz und dann hast du oh nein. Was macht die da überhaupt? Hoffen die sich schon kurz oder was? Ja, die finden es so lustig, dass ich da anschleichen muss. Wo soll ich denn dann hingehen? Hinter die Soundbox oder was? Pff, ist ja unauffällig. Ich muss ja gleich mal hinstellen, damit ich das überblicken kann. Die roffeln doch alle. Ja, da kann ich nicht hin. Soll ich mir die Soundbox gleich kriechen? Ich sag's noch, irgendwann schreien die hier rum, weil wir uns nicht wo der Stuhl steht. Das kann ich ja von einem Horrorspiel erreicht haben. Da wäre ich doch hier hingekommen. Da haben wir schon immer entdeckt. Oh. Also mit dem Schneckentempos ist ja auch so möglich. Ich darf ja nicht laufen. Was sollst du machen? Ob ich vielleicht mal kurz hinstellen dürfte ab und zu, um zu gucken? Mach doch einfach mal. Ja, das sterben kannst du eh nicht. An mehr sind wir wohl. Das kann auch nochmal roter werden, oder? Als das. Ich glaube, das noch einmal erwischt werden. Ja. Und dann ist Ende. Das sind jetzt eigentlich für Hintergrundstimmen, die du hörst. Ja, ich auch. Das macht mich etwas wahnsinnig mit Roten und Schwarz und sowas. Aha. Ding-di-di-di. Hä? Da hab ich doch einen erwischt. Noch ein Toter. Da hab ich doch einen erwischt. Ich sag's dir, wir machen hier noch einen Comic zu Hause, anstatt ein großes Spektakel. Ich glaube, der gruselig, wie gesagt. Naja, weil man, oh, wir spielen schon ungefähr eine halbe Stunde. Echt, das ist doch gut. Sag mal, ja. Ja, das ist ja schon eine Stunde. Ich muss das ausprobieren. Tolle Todesstrahl übrigens. Vielleicht kann ich ja laufen. Weißt du, was auch noch lustig ist? Die Kamera geht nicht nach unten, die bleibt der Stelle, die schwenkt einfach nur nach oben. Ist das mal aufgefallen? Du siehst nicht, wie du vom Boden wechselst, wie du von der Decke wechselst. Ja, aber ich stirb so. Du stirbst dann so. Im Stehen. Als würdest du vom Spike unten aufgespießt werden. Ja. Das war doch gut. Boah. Ab ins Bett. Das sind halb vier, da geht man drauf. Stimmt, ihr sitzt da drauf. Dann geht man schnell im Bett. Genau. Nee, das quietscht so. Hey. Rabe, quietsch. Bla bla bla, haben wir alles schon gesehen. Verdammt. Das Spiel ist verdammt. Furchtbar grausame Lied. Verdammt. Indiana Jones auf Mission. Deswegen sind sie sehr böse, weil sie verdammt sind. Verdammte Geister. Verdammte Geister. Mhm. Verdammte Geister. In diesem Spiel gibt es keine Piratenwort, oder? Piratenwort? Bucht. Nö. Schade. Jetzt gibt's nur diese komischen Dungeon. Können wir noch mehr Witze reißen. Wir müssen die Leute auch irgendwie unterhalten. Ich frag mich, ob ich laufen kann, während ich nie... Mach's einfach mal. Ich probier's jetzt mal aus. Mach du. Aber in der Elfstelle... Nee, den hast du direkt oben. Ich warte noch einen Moment, wo du in diesem Spiel rumschreien kannst. Ganz ernsthaft.